Ich hab's nicht gewusst, was auf mich zukommt. Es war doch deutlich komplexer, als wir uns damals alle vorstellen konnten. It is huge. Before this magnet was commissioned, the strongest magnetic field for neutron scattering was 15 Tesla, and maybe 16, I don't know exactly. But this magnet increases by two-thirds, up to 26 Tesla, the magnetic field available. And what that means is that you can change the magnetism in more materials with a more powerful magnet. So you have a bigger hammer. It's like you're stepping into the unknown. So we've never been to these fields. We just don't know what we're going to find. But we're sure to find some interesting things. We have some clues from previous measurements with other techniques. But it's unknown what we will find. So it's an extremely ambitious project. So when I was looking around it earlier today, I was very interested to see how they've actually made the wires. So they're using, inside it's got two parts. One of them is using a resistive magnet, so that's just ordinary, in some sense, so ordinary wire. And then there's a superconducting part using this particular material called niobium-3 tin. And they've made them in what I consider to be quite a novel way. They have this tube filled with these wires, and then they have liquid helium to cool it running through the tube, and it was really interesting to find out about that. Was die Technik betrifft, gibt es bei der Beschäftigung mit Supraleitung einen ganz besonderen Aspekt. Wenn Sie ein Auto bauen und Sie haben irgendwas falsch gemacht, dann zerlegen Sie es wieder. Das geht nicht beim Supraleitungsmagneten. Man kann ihn nicht mal ausprobieren. Man muss ihn fertig bauen und dann kann man ihn abkühlen und testen. Und wenn Sie mich fragen jetzt, was einen vom Schlafen abhält, ist genau der Punkt. Die Zusammenarbeit mit Tallahassee war aus mehreren Gründen ganz besonders wichtig. Weil wir eigentlich über die gesamte Projektdauer mit den Kollegen zusammenarbeiten mussten und weil diese Zusammenarbeit einfach so gut funktioniert hat. Das kann man nicht erzwingen und deswegen ist es besonders wertvoll, wenn es wirklich gut funktioniert. Sie meinen jetzt den großen Tag, 22. Januar 2014. Es war einer von diesen sogenannten großen Tagen, wo wir uns mal kurz richtig freuen durften, wo wir sogar richtigen Champagner getrunken haben, mitten in der Nacht auf der Straße, als der LKW endlich da war. Aber es war eben auch einer von den Tagen, wo wir dann sofort gemerkt haben, es fängt jetzt eine neue, richtig anstrengende Phase an. Wir müssen jetzt diese zwei LKWs mit Material wirklich zusammenbauen. Ich würde jetzt alle reinschrauben, weil jetzt kommen wir gerade ganz gut dran. Jetzt kommen wir gerade ganz gut dran, später kommen wir nicht mehr so gut dran. Wir müssen das in der Art, wie wir es wollen, getestet bekommen. Das heißt, dass man wirklich irgendwo den sogenannten Meilenstein erreicht hat, aber dass man immer sich sagen muss, Vorsicht, noch sind wir nicht durch die Angelegenheit durch. Thank you.
eine Gruppe zusammenarbeitet, dass sie zusammenpasst, dass jeder für sich das Beste bringt. Man braucht nicht irgendwelche Genies, die kann man auch brauchen. Aber man braucht auch die Leute, die in der Realität dann alles umsetzen, bis ins letzte Detail. Man möchte natürlich die Temperaturverteilung im ganzen System kennenlernen. Und deshalb haben wir viele Thermometer hier untergebracht. Ein Thermometer sieht man hier, ein zweites kurz dahinter, beides an dem Helium-3-Verdampfer, was später der Probenhalter wird. Dann haben wir noch ein Thermometer hier und ein Thermometer hier und ein Heizer. Dann haben wir noch einen Heizer direkt auf dem Probenhalter. Ein zusätzliches Thermometer haben wir hier an dem Helium-4-Pumprohr. Und am Helium-3-Nadelventil ist auch ein Thermometer und an diesem sogenannten Dreibein haben wir auch noch ein Thermometer. Genau. Es ist ja immer diese Mischung, dass man einerseits den Spieltrieb im Menschen so ein klein wenig befriedigt und gleichzeitig einen Erkenntnisgewinn hat. Irgendwo muss die Motivation herkommen, das ist halt unterschiedlich. Aber die Motivation kommt häufig aus dieser Art von Spieltrieb, dass die Leute ihr persönliches Spielzeug weiterentwickeln können, was dabei lernen können und der gesamten Community dann die Ergebnisse zur Verfügung stellen. Und dann wird's wieder interessant. We just had a workshop here that was telling us how to write, how to prepare and submit our proposals to get time. So I'm very keen to go home and write my proposals for my two experiments and send them in. It's wonderful. You know, we always have high confidence that it will work, but once you get the phone call that says the magnet is working, it's a great moment. It's such a large investment of creativity and time of some of the best engineers in the world. And of course, there's a lot of money invested and a lot of excitement about the future science. So when you reach a milestone like this, it's a great day. Yeah.